Regionale Produkte, saisonale Menüs und ein bewusster Umgang mit Lebensmitteln. Die Kantine der Salzburger AG setzt auf kreative Menüplanung, Müllvermeidung und Nachhaltigkeit. Also täglich aufkommen sein, wir fangen um 6:30 die meisten an zum Arbeiten. Dann gibt es ein gutes Gespräch, wer Einteilung, wer was macht. Und dann geht es los mit Annahme von den Waren, kommen die ganzen Lebensmittel, dann wird alles hergerichtet. Da wird dann Fuhr produziert, geschnitten, Gemüse geschnitten, Soßen angesetzt, Suppen gemacht. Dann die Einteilung, wer halt wirklich was macht. Die kocht dann jeder seine Gerichte. Und bis ungefähr 9.30 Uhr, dann haben wir die ersten Außenstellen zu beliefern. Das sind ungefähr 100 Essen. Und dann geht die zweite Partie los. Dann machen wir um 11 Uhr kommen dann die Gäste, die rein zu uns essen kommen. Das sind dann auch ungefähr nochmal 500 Leute. Dann sind dann 2 bis 3 Leute in der Küche drin, was nachproduzieren. Und 2 bis 3 heraus in Ausgabe, was die Leute dann zu essen ausgeben. Das Team der Kantine umfasst 10 Personen, die täglich ihre Leidenschaft zum Kochen ausleben dürfen. Bevor ich die Lehre angefangen habe, habe ich ziemlich daheim mitgekocht, beziehungsweise so mitgeschaut, selber mal ausprobiert. Und da ich eine weiterführende Schule angefangen habe und das dann auch nicht mehr so gelaufen ist, beziehungsweise mich nicht wirklich interessiert hat, dachte ich mir, ich mache eine Lehre und das war das Erste, was mich wirklich so interessiert hat. Die Lehre als Köchin oder Koch dauert 3 Jahre und umfasst eine grundlegende Ausbildung der Basics wie Soßen, Beilagen und Suppen, über Lebensmittelkunde, Warenübernahme und Bestellwesen bis hin zur kreativen Menüplanung. Also ich würde definitiv sagen, dass man jeden Tag was Neues dazu lernt und auch experimentieren darf. Also immer was Neues ausprobieren kann, selber irgendwas reinbringen. Also es ist ziemlich unterschiedlich, wenn wir um 6:30 anfangen. Also ich komme meistens rein, manchmal mache ich Suppen, manchmal bin ich an der Jause, manchmal bin ich im Salatraum. Also wirklich jeden Tag unterschiedlich, je nachdem, was wir haben. Bis zu 700 Mittagessen werden tagtäglich in der Kantine der Salzburger AG ausgegeben. Besonders wird hier auf die Regionalität und Herkunft geachtet. Also wir schauen, dass wir relativ regionale Produkte haben. Wir haben beziehen auch Gemüse von einem Bauern im Wals draußen, haben einen Metzger in der Stadt drinnen und schauen halt, dass wir sehr nachhaltig einkaufen. Auch mit dem Fleisch sind wir dran, dass wir Salzburger Fleisch nehmen, oder zumindest österreichisch, was halt möglich ist. Weil wir haben natürlich schon extreme Mengen, was wir verkochen am Tag. Das ist dann bei gewissen Produkten nicht so leicht zum Herbringen, aber wir sind am besten Weg, dass wir das hinkriegen, dass wir sehr regional werden. Wenn auch Sie Lust auf eine Lehre bei der Salzburger AG haben, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at/karriere.